Hey, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich glaube, wir gehen einfach direkt ohne Umwege ins Spiel rein und ich sage ohne Umwege und muss erstmal laden. Sorry, hätte ich auch vorher drücken können. Gut. Ich möchte eigentlich relativ zügig hier durch und gar nicht großartig, ich glaube, da hinten ist einfach der Weg, ne? Gar nicht großartig hier alles platt machen. Ich glaube, ich gebe vorher mal schnell noch mein Ergo aus und dann hab da auch einen Questtext. Und ich sage ohne Umwege und mach erstmal einen Umweg. Ah ja, stimmt, die gute Lady hat ja. About my request last time. Did you give Alidoro the gloves? Ja. Even the union's advancement test didn't make me this nervous. All right. I'm ready. Tell me the truth. Ja, sage ich dir gerne. Nee, ganz und gar nicht. What? His fingers are fine? That can't be right. And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks for doing your part. Da hinten, habe ich mir das schon angeguckt? Was ist das hier? Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert, also nichts verstellen, Eugene. Oh, süß. Ja, sorry, der Hund hat sich leider nicht so wirklich gefreut. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear witness. Mhm. Passt. Die hat noch mal was zu melden. You have a moment to talk about Alidoro? Ja, klar. I know I sound obsessed, but when the workshop tower collapsed, he saved me. We could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Alidoro's sacrifice back then, I don't want to think about it. And yet I can't forget it. That's why it's so puzzling. It's not like his finger could grow back. Could you find out more about Alidoro for me? If I called it surveillance, would that be too cruel? In any case, nee, auf keinen Fall. Watch out. Ja. You be careful too. Auf jeden Fall passen wir auf den auf. Jetzt ist die Frage, steht der da noch? War das hier? Ja, das war hier. Soll ich da mal gucken? Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Ob der was zu melden hat, ob der was sagt? Wo wollte er hin? Oh weh, das ist jetzt halt auch schon ein paar Tage her. Mal schauen, ob er da noch steht. Und ob ich ihn fragen kann. Ja, da ist er. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Ja, aber. Ja gut, der steht jetzt hier und ich kann.
Waffen kaufen. Wait. Okay, Moment. Die Waffe klingt cool. Was ist denn das? Großschwert. Aber ich habe schon ein Großschwert, ne? Moment. Ja, dieses hier. Ah, Großschwert war nicht so geil irgendwie insgesamt. Erhöht bei erfolgreichem Angriff. Perfekt im Block. Nicht genügend Material. Oh. Hä? Was habe ich denn damit gemacht? Ergo eines wiedergeborenen Helden. Ach so. Ergo der Flamme des Königs. Ah, das habe ich ausgegeben. Hm. Ah, für das Schwert, ja. Okay. Fähigkeit, Blockfähigkeit, Schaden beim Blocken, Einzelhieb, Befreien. Ach, keine Ahnung, nee, passt schon. Meine Axt ist cool. Ja, seltsam. Dann ist das nicht der Hund, wahrscheinlich. Was mache ich eigentlich nochmal hier auf dem Friedhof? Ich versuche irgendwie den... Paul, grüß dich. Ich versuche irgendwie den... den Alchemisten auf die Schliche zu kommen. Paul, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. Gestern Diablo 4 angefangen. Stark. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es hier weitergeht. Aber hier geht's nach unten. Ich will doch in irgendein Nest. Hm, seltsam. Ja, also, ich hab's damals sogar im Early Access gekauft oder halt Presale, um ein bisschen... Dahinter ist ein Stargazer. Da komme ich irgendwie da drüben entlang. Mache ich es mir jetzt einfach? Ich glaube, ich mach's mir, versuch's mir einfach zu machen. Es war tatsächlich eher so eine dumme Idee. Ey! Es war eine dumme Idee, dieses Spiel zu bezahlen. Es hat nicht so abgeliefert, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte gedacht, ich habe mehr Spaß damit. Ich hatte ein paar Stunden Spaß, aber nicht so viel, wie ich gedacht habe. Leider, leider.
über mir. Da oben. Na, dann erstmal darauf. Ja, Diablo 4. Leider, leider. Hätte ich gewusst, dass es in Game Pass kommt, ey, dann hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, ach. Wobei jetzt natürlich auch ein Zeitpunkt ist, zu dem ich im Game Pass jetzt wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Nee, das passt schon. Wer weiß, vielleicht wäre ich sonst nie zu Dark Souls gegangen, Lies of P angefangen, all diese Dinge. Deswegen ist schon in Ordnung. Aber es war das Geld nicht unbedingt wert. Dir wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß, ey. Kostenlos ist das super, also wirklich. Du wirst viele, viele Stunden Spaß damit haben können. Vor allem dadurch, dass es jetzt kostenlos. Da rollen Kugeln runter. Wo rollt ihr hin? Da runter. Rollen da mehrere? Ja. Boah, ist das mies, ey. Was ist das denn jetzt hier? Okay, da unten ist der Tod. Ha. Das ist ja voll unnütz hier. Was für ein Quatsch. Nur nervig. Komm zurück. Okay, Halbmondstein ist gut. Na, zumindest geht's nach oben, wo ich glaube ich auch hin soll. Nee, Alter. Steh auf. Holy moly. Wo geht's weiter? Hä? Ich bin verwirrt. Bin ich jetzt... Ah, hier, okay. Lauf, lauf, lauf. Nein. Uncool. Ach. Nee. Dann nicht.
So, ah, da sind Fallen am Boden. Die hätte ich jetzt fast schon wieder übersehen. Oh. Was bist du denn? Okay. Störungskartusche, arg. Ah ja. Einmal eine wunderbare Abkürzung, Dankeschön. Es war einfach so offensichtlich. Das war sehr wichtig, dass die schnell gestorben ist, weil mit diesen habe ich echt immer Probleme mit diesen Gegnern. Klinge eines Stadtlangspeers. Da. Ach, dieses. Nee. Hoppla. Ach. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ich höre hier doch Sachen. Was ist er denn? Zum Werfen ausgerüstet. No, jetzt bin ich tot. Das war's. Ich hätte mal heilen sollen. Nun, ist ja nicht so weit. Ist ja gleich ums Eck. Aua! Aua! What the fuck? Du machst ein bisschen viel Schaden für meinen Geschmack. Alter! Was er für ein seltsames Movement hat. Heiliger Strohsack. Fuck.
Nein! Oh. Ganz schön viel Heilung für den gebraucht jetzt. Ja, das Ding da oben schalte ich jetzt erstmal kurz aus. Einfach damit es weg ist. Ah, das war eh der Standardweg, oder? Lass ich den Quatsch, der jetzt dort ist, einfach bleiben und lauf hier weiter? Ich denke ja. Ich gehe einfach weiter. Ich will dieses Spiel ja auch beenden. Ich habe mega Bock auf Elden Ring, ne? Und ich weiß nicht, also... Ach ja. Das sieht gefährlich... Ich wollte es gerade sagen. Of Krat Central Station. Oh, this could be bad, pal. Really, really bad. Ein Erdbeben vom Krat Hauptbahnhof. War die richtige Entscheidung, einfach weiterzugehen, weil ich nämlich jetzt hier mich heilen kann, beziehungsweise meine Sachen wiederherstellen kann. Hey, wer bist du denn? Bist du der echte Hund vielleicht? Fehlt dir ein Finger? Hey, are you a treasure hunter too? Strange to meet someone in my line of work. Nee, fehlt kein Finger. I know how this looks, but I'm not a thief or anything. I am on a serious expedition. You wouldn't happen to know a treasure hunter named Alidoro, would you? I'm a big fan. Doch, den habe ich getroffen. I plan my expeditions to follow Alidoro's traces, but this lock has me at a dead end, and I so wanted to explore the Hermit's Cave. All I can do is keep plugging away. If you come back by, say hello. Maybe I'll get this place open. Ja, da gäbe es bestimmt eine Möglichkeit, dass ich da reinkomme, aber bei deinem Text. Warum gibt es so jemanden in Krat? Notizbuch der Wache. Ah, Boss. Boss, 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 Boss. Let's go. Hallo. Na, wer bist du? Eine Heuschrecke. Oder sowas. Meine Fresse, siehst du eklig aus. Ach du Schande. Woraus bist du denn entstanden? Oh Gott. Ugh. Grünes Monster aus dem Sumpf. Wow, okay. Nee, er buddelt sich ein. Okay, da muss ausgewichen werden.
Oh, noch einer hinterher. Ja, warum wollte ich denn auch zweimal hauen? Es wird immer bestraft, wenn man viel Damage will. Mist, zu spät. Ach, sowas kannst du auch, okay. Mist. Boah. Fluch. Aua. Oh, dieser Verfall ist natürlich mies. Da muss ich jetzt kurz durch meine Sachen gucken, dass ich ein bisschen was gegen Verfall ausrüste. Nämlich hier, genau. Moment. Feuer, Elektrobit, Säure? Feuer, Elektrobit, Säure. Verfall gibt's hier gar nicht. Überhitzen, Moment, doch, Elektroschock. Verfall. Nehmen wir das. Und Attribut. Ist das ein Spezialstatus Leiden? Attributsleisen, Verfall, Brechen, Störung, Schock. Okay, nee, das ist die ganz normale. Erhöht vorübergehend, also das. Und entfernen, das. So. Und hier ist, glaube ich, Feuer gut. Passt. Ich würde auch einfach direkt jetzt das Feuer starten. Kann ich das vorher machen? Habe ich noch nie probiert. Ja, Axt brennt. Sebals, grüß dich, hi. Oh, das ist gut. Autsch. Ah, der kommt so spät. Ah, der kommt immer zwei, dreimal, ey. Das ist auch echt eine miese Sache. Jetzt
Jetzt haut er ab, der Hund. Warte kurz. Phase 1, oder? Das kann nicht der ganze Boss gewesen sein. Ja, okay. Ich dachte schon, das ist zu leicht. Mist. Jetzt geht er auch noch in eine Rüstung rein. Oh Mann! Ach, bist du hässlich. Ach Gottchen. Gleiche Angriffsmuster oder ist hier irgendwas anders jetzt? Fuck, 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 fuck. Das ist ja eine miese Nummer. Alter. Ja, dreimal so schnell auf einmal, ey. Wie man es gewohnt ist. Aus diesem Spiel. Ha. Ja, das ist mein Tod. Ha. Okay, erste Phase war jetzt ganz okay, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Heilung in der zweiten Phase. Eieieiei. Aber ich mache jetzt mal noch eine Kleinigkeit. Weil... ich habe auch noch so einen Haufen benutzbares Ergo-Zeug. Das haue ich mir jetzt alles rein und mache mich einfach mal krass. Ich mache mich jetzt einfach mal krass. Hey Sophia, dich brauche ich jetzt. Also, alles.
passt. So krass bin ich nicht geworden, aber egal. Nee, ich will hier bitte wieder zurück zum Boss. Zurück zum Boss. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Let's go. Also den Feuerschleifstein, den verwende ich, glaube ich, am besten in der zweiten Phase. Wobei, das war schon relativ gut eigentlich. Nee, war das schlecht. War das schlecht. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Verdammte Axt. Und nochmal hinlaufen. Ups. Ey, da muss ich unbedingt das Timing lernen. Für den Angriff muss ich unbedingt das Timing lernen. Keine Ahnung, Alter, der kommt so spät. Schon wieder viel zu viel geheilt. Boah, also der Verfall ist richtig mies.
Der Verfall ist so richtig, richtig mies, weil der hat auch meine Axt jetzt gerade gekillt. Ich hatte die Axt, die war komplett kaputt. Habe ich dann gerade eben bemerkt. Dann killt der einem ja das Leben. Also der zieht einem, währenddem der abläuft, auch Leben ab. Oh, Junge, Junge. Ey, ich drück immer zu früh. Ich drück jedes Mal zu früh. Stopp! Schon wieder zu früh gedrückt. Zu früh gedrückt. Nein, 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 nein. Ha, kannst du bitte aufhören mit dem Unsinn? Was ist denn das jetzt hier für eine wilde Nummer? Alter, bist du schnell? Boah. Eieieiei, das wird wieder 2-3 Versuche brauchen, bis ich den hab, ey. Okay.
Dieser grausame Verfall ist auch echt übel. Als ob ich über dich drüber roll und du dann trotzdem mir eine mitgibst, ey. Okay, okay, kriegen wir einfach eine fett auf die Presse. Ah, Mann. Ja, also es ist einfach das Blocken üben. Nichts anderes ist jetzt angesagt. Blocken üben, Blocken üben, Blocken üben. Bis ich so gnadenlos durch die erste Phase durchballer, dass der mir so gut wie keinen Schaden mehr macht. Ich glaube, beim Victor hatte das ja auch ganz gut funktioniert. Und bei euch so? Was macht ihr über Ostern? Ah, nein! Ey, ich kriege diesen... Der kommt einfach so unglaublich spät. Ich drück immer zu früh. Ich drück jedes Mal zu früh. Boah, das war dumm von mir. Ich wollte unbedingt heilen und habe einfach den Angriff ignoriert. Das war einfach nur dumm. Nix mit üben. Weiter üben. Nix mit weiter üben. Einfach nur dumm reingelaufen. Bom, bom, bom.
als ob, ey. Wie er unter mir ist. Wieder zu früh, schon wieder zu früh gedrückt und gekillt worden. Ah, Gott. Ah. Ja, nee. Macht ja Spaß, den zu lernen, solche Bosse. Das ist ja das Geile, so das Gefühl am Ende. Wenn man es dann schafft. Ey, ich glaube, ich habe mich da innerhalb von der Zeit jetzt, in der ich das hier mache, ich habe ja wirklich erst Anfang Dezember habe ich angefangen, überhaupt solche Spiele zu spielen. Und ich habe auch ein ganz anderes Mindset mittlerweile, so hier an diese Bosse ranzugehen und so. Das Ach komm, lass mich das jetzt schlucken und dann lass mich heilen. Danke. So. Jetzt können wir. Ah, dass das zu spät war. Bisschen nervig. Ey, hör auf rumzukotzen. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich getroffen, den Zeitpunkt. Nicht kotzen. Blöde Arschgeige. Nein, nicht kotzen, stopp! Ach, und dann bleibt man da auch 5 Treffer drin stehen, ne? Klar macht er 5 Treffer. Ach, die Kotzerei, ey. Zu spät, nee, zu früh gedrückt. Ich reg mich gerade über mich selber auf, dass ich es nicht hinkrieg. Ah. Unnötig. Ach, kotzt mich nicht an. Nee, 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 nicht 5-mal treffen, bitte. Nee, du kotzt wieder, oder was ist das jetzt? Nee, ist kein Kotzen. Kopfschütteln heißt nicht immer kotzen. Okay. Diesmal, also...
Beim letzten tue ich mir noch ein bisschen schwer. Bei diesem Viererangriff, den er da macht, wenn er so brüllt. Und das hier ist auch, eigentlich geht's, aber irgendwie... Mist. Schon wieder zu früh gedrückt. Ach, der Butler. Nervig. So, jetzt wird's wild. Was passiert hier? Sag mal. Alter. Ich check's nicht. Okay, man kann ihn unterbrechen in seinem Run. Fuck. What? No way. Okay, aber die erste Phase wird besser und besser. Trotzdem haben wir eine Stunde hinter uns für YouTube und deswegen sage ich
Vielen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal mal schauen. Vielleicht fällt er da schon. Ich bin zuversichtlich. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.